Willkommen beim neuen Video. Heute ist das große Finale von Germany's Next Topmodel und bevor wir da hingehen, geht es für uns zum GNTM Experience und ich kann euch jetzt schon sagen, wir sind super aufgeregt und ich glaube, es wird ein super spannender Tag und was wir alles erlebt haben, das seht ihr jetzt. Jetzt auf dem Weg zu GNTM Experience. Unten wartet Mario, Topmodel Mario, kennt ihr alle von GNTM. Und wir sind echt gespannt, was jetzt passiert und sind noch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, man sieht uns das an. Ne? Ich glaube, man ist ganz schön aufgeregt. Also man merkt es und er kann es gut verbergen. Ja? Aber wenn man ihn kennt, dann merkt man das sehr, sehr, sehr genau. Mario ist jetzt bestimmt cool wie immer. Ja, ganz entspannt. Er hat ja heute auch Yoga gemacht. Das haben wir uns. Stimmt, das haben wir leider nicht gemacht. Ja. Sollten wir vielleicht auch mehr machen. Hätten wir vielleicht auch mal machen sollen. Na, mal schauen. Ich glaube, der Mario vloggt auch. Ja, ich dachte schon, ein einmal Wörter, ne? Hi, Papi. Hallo, Papi. Hallöchen. Hi, Konrad. Siehst du echt so aus? Konrad. Ja, ja. Dann schnappen wir uns ein Auto und fahren, ne? Ja. Wo steht unser Auto? Ach ja. Willst du vorschreiben? Das ist ja groß. Mega, da easy. Habt ihr ein eigenes Auto? Klar. Dann gehe ich auf die andere Seite. Junge, einmal ums Auto rum. Ramon, wir machen Promi-Modus an. Das Auto ist noch nicht an. Geil. Upgrade, ich bin mit dem Mobike hergefahren. Mit dem Fahrrad. Das ist so ein oranges Fahrrad. Ah, ja, kenne ich. Du kannst hier in der ganzen Stadt ausleihen. Ne? Ja, und jetzt sitzt die Mercedes. Hat Ramon, pass auf, Promi-Modus an, pass auf. Ja? Oh, jetzt ja. Gegen Paparazzis, ciao. Du wurdest ja heute schon fotografiert, ne? Ja, wegen Bambi. So. Jetzt müssen ja irgendwo gleich die Hallen sein, die heiligen Hallen. Es wird hier schon überall GNTM Experience. Ja, okay. Das wird jetzt eine Herausforderung, hier ein Foto zu machen, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Ich kann höchstens Boomerang machen. Ja, wir probieren das mal. Soll ich Boomerang machen, ja? Hier kann ich mich ja gar nicht festhalten, weil das fällt jetzt schon. Das war jetzt schon. Dankeschön. Gerne. Wie aus dem Dschungel hier. Mal einen Seitenblick. Kann ich auch nicht sehen. Auch ein bisschen gerade, der ist ein bisschen da versenkt. Ja. Jetzt mal irgendwie lachen oder ein bisschen freundlich. Du bist wie so ein ganz schlimmer Fotograf, den man eigentlich nicht haben möchte. Ja, aber der gute Fotograf. Doch, aber ist ja richtig. Ja. Ist doch süß. Das ist da hin. Ja, das ist nix. Ich habe noch viele gerade gemacht. Oh ja. Danke. Kein Team. Wieso? Das ist super. Dann mach ich mal auf dem Sofa oder so eine Casting Couch. Ich darf noch nicht. Kannst du passen? Doch, aber. Max will jetzt auch noch ein Selfie. Ja, das müsst ihr immer machen, bitte. Mario, hallo. Bitte. Kannst du bitte für Max das Foto machen? Nein, das muss aber ein Selfie-Look sein. Also das, ich weiß nicht, wie wir das machen. Wie Selfie-Look? Nein, du musst das iPhone so halten. Ich muss tun, als wenn ich ein Selfie von dir mache. Nein, ich koordiniere dich. Also du musst näher ran. Also du bist die Selfie-Stange. Wenn die das braucht, das alles. Guck doch, du kannst aber auf dem Bildschirm ich möchte es nicht sehen. Oh, du musst ja aber spätestens dann auf den Auslöser klicken. Ja, kann ich ja. Mach. Okay. Dafür, dass er mit einer Hand fotografiert, ist es erstaunlich ruhig. Bis auf die Kamera. Hi. Wir haben mal Hi. Krasses T-Shirt auf jeden Fall. Habe ich doch letztes Jahr schon. Ja, bei dem Treffen in Düsseldorf. Guck mal, Mario. Guck mal, Mario. Wie nice. Yes. Wow. Ihr wolltet das ja letztes Jahr schon posten, aber ihr durftet das. Stell dich da hin. Ja.
Nice. Das. Das ist vom letzten Jahr bei den Treffen im Hotel vorm Finale gewesen. Krass. Das ist dir noch mit dem Koffer passiert. Das ist am besten. Und wenn ihr jetzt schon mal. Ja. Ja. Schreib doch über deinen Kopf, dann sieht man. Ja, wo bist du denn? Ist das jetzt auch schon fürs Video? Für den ja. Ja, Mario kannst kommt schon. Kannst du gleich immer ein Foto machen? Ja, lauf mal dahin jetzt so. Strike a pose. Wenn ich ein Porträt mache, sieht man das aber nicht. Ja, mach mal quer, mach du das. Papas Bazaar Cover Shooting. Hier, Toni letztes Jahr. Heute Abend das Finale, gibt es eine neue Gewinnerin. Und hier shootet jetzt auch eine fürs Cover. Ich habe das Gefühl, sie macht das sehr gut. Guck mal, sie macht es gut. Merkst du? Sie ist Profi. Sie ist Pro. Ja? Wo sieht man dann das Ergebnis? Thank you.
Bitte? Bist du der Freund? Ich bin der Mann. Der Mann? Sehr gut. Ich bin hier mit einer Freundin. Okay. Die stellt sich gerade für die Haare an. Ich wollte mich eigentlich mit Make-up anziehen. Das ist echt lang, ja. So, das war unser GNTM Experience Event mit Goodie Bag. Die werde ich nachher mal aufbauen. Guck mal, hier ist eigentlich unser Shuttle. Das Ding ist, eigentlich würden wir jetzt direkt zum Finale fahren, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal ins Hotel, weil wir müssen nochmal uns umziehen, den Hund lüften, Tickets holen. Und deswegen fahren wir jetzt, oder? Yes. Yes, Quaffi. Aber war gut. Gleich geht's weiter mit dem großen Finale von Finale. Mit Taylor Swift. Und denk dann, nur eine. Und nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Und nur eine kann bei DM für Michalski Parfums. Ja. Ist Michalski Parfum jetzt eigentlich raus, nachdem er ausgeladen wurde vom Finale? Gibt's das noch? Aber auf jeden Fall gibt's noch die Palmolive. Guck mal, Leute, was wir noch bekommen haben. Wir haben gerade gestehen. Das ist keine Produktplatzierung, haben wir geschenkt bekommen. Und das hier haben wir bekommen. Sind richtig geile Instant Canon Kameras. Ja? So Polaroid. I love it. Und wenn es gerade richtig laut ist, liegt es daran, dass hier gerade eine Maschine drüber fliegt. Und ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. Okay. Ab geht's ins Hotel, würde ich sagen. Auto kommt. Das ging gut, still. Ja. Wie eine Wildsau fährt der Alte hier. Jetzt muss ein bisschen. Conny muss jetzt die 20 Sekunden reinholen. So, ihr seht, wir haben immer noch 3 Kilometer vor uns. Es ist schon 19.06 Uhr. Wir wollten schon seit über einer, fast eine Stunde eigentlich da sein. Mal gucken, wie wir das jetzt noch schaffen. Und die Tasche von Mario ist immer noch da. Aber deswegen werdet ihr, du und Marco, parken, ne? Ich parke das Auto und wir suchen und Mario. Geht rein und trifft mir die ersten. Go, go! So, Mario ist da. Hola, Papi. Echt Drug Deal, ne? Ja, Drug Deal ist wie so. Solange keine Bombe drin ist. Nee, ich bin nicht im Blog, was soll ich tun? Einfach just Subscribe looking good. Ja, strike a pose. Dann drin, ja? Dann sehen wir doch mal an. Wir müssen ja nicht anstehen. Wenn ihr Ticket habt, könnt ihr ganz entspannt hier reinlaufen. Und die Leute, warum stehen die hier an? Weil die behindert sind, weil nämlich da der falsche Eingang drauf ist. Ich hab grad. Okay, also wir gehen einfach hier mit, ja? Ganz genau. Okay. Dann see ya. Wir sind am anderen Abteil, oder? Ja. Wir bedanken uns. Ja. Wir schicken uns Luftküsse zu. Bis dann. Ciao. Brichst du gerade ein auf das ISS-Domgelände? Ist aber nicht erlaubt. Ja. Okay, aber heute geht's zügig rein hier, ne? See. Ja, wir sind auch viel zu spät. Wir schaffen das. Ulala, was war denn das? So, wir haben jetzt schon ganz viele von euch getroffen, also so spät sind wir gar nicht dran. Und die kann ich jetzt gar nicht alle reinschneiden, weil ja Max auch mit auf dem Foto ist. Und da ja die Jungs noch einparken, konnten wir das gar nicht festhalten. Ich würde sagen, wir sind Block 23. Wir sind Block 23. Ja. Okay, da wissen wir gar nicht mehr dahinter, kann das sein? Ja. 23, der Block 23. Wow, jetzt sehen wir gleich das erste Mal. Sieht man das über Pool im Handy? Ja, oh mein Gott, hier sieht man überall schon Laser. Wow, diesmal sind wir so weit unten, das gibt's doch gar nicht. Ich kann gar nicht vorstellen, wo wir gleich sitzen, Junge. Krass. 3 sind 17. Guck mal, wie groß die Halle ist, liebe Leute. Ja, und guck mal, wie weit wir unten sitzen. Schau, oh diesmal können wir alle Leute direkt hier anfassen. Das ist krass. Ja. Foto okay, gehen wir zu den Plätzen. Nee, ich möchte kurz noch ein Foto machen. Achso. Dann macht er kurz ein Foto, ich filme so lange. Oh. Willst du ein Selfie machen, oder? Ja, wir können auch wieder ein Selfie dann. Da brauche ich genau noch mal. Ja, kann ich machen. Ja,
Ja, mit einem richtig schönen lila Stich, ne? So, das ist dieses Licht von hinten. Sieh doch! Ja, irgendwie hat's ja. Was soll ich das für ein Video machen? Und so bleibt es vielleicht heiß. Wenn man kaum einen kommt und sich in dem Moment das Tor öffnet, müsst ihr wirklich bei uns hier alle so ausrasten, als Mensch und Bein, dass ihr euch auch freut, wenn Heidi kommt. Ja? Ihr dürft hier bei uns alles ganz klar machen, was geht. Ihr dürft klatschen, trappeln, kreischen, pfeifen, die den Nachbarn hören. Kann man zum Platz gehen? Ja, ja. So, jetzt musst du mal gucken. Reihe. Sind schon irgendwelche Leute? Nice. Oh mein Gott. 3-3, hier sind wir. Hast du dein Handy dabei? Also, willst du mit dem Topmodel im Hintergrund? Ja. Wo ist das richtig? Wie heißt eure Channel? It Girl Academy. Nee, Agenten. Agenten? Ja. Ah, ich habe irgendwie aus der Academy eben gehört. Nee, Agenten. It Girl Agenten. Ja. Ja. Das ist ja mega. Und jetzt alle Jungs in den Fußballstadion. So, nee, jetzt einmal jetzt. Mega. Und jetzt alle zusammen klatschen, kreischen, pfeifen und los geht's. Ein Tag. Und wenn ihr das am Anfang der Sendung 5 Minuten lang macht, dann ist es super. So. Unseren Kollegen abzuschicken, wo die ganzen Fans sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt den jeweiligen Namen rufe und ihr sagt, ja, ihr sollt gewinnen heute, dann flippt aus und wenn ihr Plakate dabei habt, haltet die hoch, damit ihr schon mit den Kameras gucken könnt, wo ihr alle seid, damit sie euch nachher auch zeigen können. Im Fernsehen. So, wo sind die Fans von Cecilia? Fans hier, alles klar. Beamte, wir legen schon los. Seid ihr bereit für Germany's Next Top Model? Dann ist sie hier für euch. Sie ist sie, Heidi Klum. Ja. Leute, wichtig ist, wenn Heidi
gleich nochmal kommen, müssen wir natürlich so tun, als hätten wir sie noch nicht gesehen heute. Ja, das ist ganz wichtig, das war jetzt alles für uns. Das große Finale beginnt in 8, 7, 6, 5, 4, 8. So, wir sind in der Werbepause und versuchen uns jetzt ein Getränk zu organisieren. Kannst du überhaupt Geld einstecken? Natürlich. Nice. Geh in meine Brusttasche. Nice. Wie kostet es hier überhaupt? 5,50? Junge. Ich bin ja arm. Und jetzt? Jetzt warten wir auf das Getränk. Was trinke ich eigentlich? Eine Cola, ne? Dauert noch. Ich habe hier kein Internet. Bei mir geht's manchmal. Oha, ich habe einfach mal direkt 22 Follower bekommen. Wow. Wow, was ist denn heute los? Alle Max-Folgen. Ja, das ist so krass hier mit dieser kurzen GNTM-Zeit. Über 500 bekommen. Ja. Olaf und Masse dafür. Ist jemand da? Was geht? Wir haben leider, hört ihr uns? Hey. Wir haben leider, du hast die Kamera, ne? Ja. Über den Tisch gehen. Wir haben leider super schlechtes Internet in der Arena, liebe Leute. Deswegen können wir nicht groß live gehen. Aber wir sind jetzt ein bisschen außerhalb. Ja, wir sind jetzt ein bisschen außerhalb und wir schwitzen auch, wie man sieht. Ja, aber wir dachten, wir kommen mal kurz live. Yes. Schlimm sehen wir aus. Ah, was? Ja. So viele Leute. Nele ist auch am Start. Die Stimmung ist ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Und das wir Ding fühlen ist, uns alle verarscht wegen Taylor Swift. Und das Ding, ja, das Ding ist, wir fühlen uns alle richtig verarscht wegen Taylor Swift. Oder ihr auch. Sag das mal in die Kamera hier. Wir sind gerade live. Komm her. Guck. Richtige Verarsche, sagen die Leute, oder? Sie kommt live und dann... Guck mal, sie ist richtig hübsch. Ist sie macht nächstes Jahr mit. Ja. Sie macht nächstes Jahr bei GTA. Aber es ist bestimmt 2-3 Jahre her. Also ja. Tage, meine ich, dass sie eben da war, oder? Nee, das war heute. Meine Pressekonferenz. Doch, heute. Doch. Ja. Also wir werden das auch im Video. Ja, weil das angekündigt wurde. Sollen wir euch auch... Guck mal, seht ihr, wie ich glänze? Schlimm. Ich würde euch auch gerne mal die Arena von drin zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob. Geh mal die Kamera um. Soll ich euch mal den Weg in die Arena zeigen? Soll ich mal machen? Da drinnen wird halt, es kann sein, dass es dann abbricht, aber das kann passieren. Ja, ja, dreh mal die Kamera um. Doppeltipp. Ja, ja, aber wir sind ja noch nicht so weit. Ja, doch. Soll ich mal reingehen? Ja, ach, hier. Wollen wir einfach? Nein, Taylor Swift war nicht live da. Es ist Simone. Und das war ja wohl das schlechteste Finale aller Zeiten. Oh mein Gott. Und ich freue mich jetzt drauf, ins Hotel zu fahren und das Video zu drehen. Der Witz ist, wenn ihr diesen Vlog seht, habt ihr das Video schon gesehen. Wenn ihr es nicht getan habt, solltet ihr das nachholen. Und gebt mir ganz viele Daumen nach oben. Und bei mir müsst ihr nicht bis nächstes Jahr warten, sondern nur, keine Ahnung, ich glaube, es ist morgen. Ich hab gehört, es passieren dieses Jahr ganz, ganz krasse Topmodel-Sachen. Ja. Seid gespannt. Ja, der Tag ist vorbei, das Topmodel-Finale ist gelaufen, bedeutet aber, es geht auf diesem Kanal trotzdem weiter und ich hoffe, dass euch die Eindrücke, die wir euch gezeigt haben, gefallen haben. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder was wir vielleicht auch in Zukunft besser machen können. Wir freuen uns über ganz viele Daumen nach oben, wir verabschieden uns und sagen bis später.